Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Force Unleashed Folge 22. Again gegen Bull Rancor. Dieses Mal werden wir es hoffentlich schaffen, weil wir waren schon so oft dran. Die nervt ihr aber. Toll, jetzt zerlege ich wieder mein ganzes. Mann, die dummen Schuhe. Kann man mal verpissen. Oder in der Küche stehen. Endlich geschafft. Jetzt noch die besiegen. Dann mal eigentlich so. Ah!
bist auf meiner Seite. Ja, genau, und hat jetzt zwei Lichtschwerter, das ist unfair sowas. Da war das Monster leicht schwerer als die. Ah, Scheiße. Na schön, ihr gewinnt. Klage. Der Senator gehört euch. Ihr müsst mich nicht vernichten. Die dunkle Seite versklavt euch. Ich täte der Galaxis einen Gefallen. Ich kann nichts dafür. Shakti ließ mich hier zurück. Dieser Planet ist böse. Er hat mich verdorben. Aber ihr könnt mich retten. Lasst mich einfach nur weg von hier. Lasst mich gehen. Ich kehre von der dunklen Seite ab. Diese... Sie erinnert mich an einen anderen jungen Jedi, der uns verraten hat. Ihr hättet sie nicht freilassen sollen. Glaubt ihr wirklich, sie ist frei? Das, was sie getan hat, bleibt ihr in Erinnerung. Für immer.
So, jetzt geht's weiter, meine Damen und Herren. Fit und rette Senator Bail Organa. Abgeschlossen. Befreit den Sarlacc. Nope. Machtpunkte 58.800.583.240 von 425.000. Geschafft. Sammel alle Holocron Section 15 gefailt. E-Netgeschütz 20, Imperiale Stunde 35, Imperiale Evo-Truppe 34, Dunkler Vulkanischer Krieger 21, Imperiale Aufräumtruppe 4, E-Wärmgeschütz 2, Imperiale Verbrennertruppe 2, ATST 2, Heroner Giftspucker 8, Dunkler Felgonischer Schamane 4, Dunkler Felgonischer Häuptling 6, Bull Rancor 1 und Verdorbene Maris Brut 1. Offene Rebellion ist zu gefährlich, Meister Kota. Ich schulde euch mein Leben, doch... Ihr schuldet mir gar nichts. Ich sagte schon in der Wolkenstadt, ich kann nicht helfen. Nicht, seit ich erblindet bin. Er ist der Held. Das ist seine Rebellion. Helft uns, weil er euch darum bittet. Ihr seid der Erste, der gegen das Imperium zur Tat schreitet. Doch wir sind nicht für einen Krieg bereit. Wir brauchen Waffen, Raumschiffe und Leute mit Mut zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wie viele sich uns anschließen werden. Doch einige kennt ihr sicher. Nun ja, es gibt noch Senatoren, die sich gegen das Imperium äußern. Aber sie zu überreden... Wir müssen zeigen, dass das Imperium verwundbar ist. Lasst mich darüber nachdenken. Ich werde schon ein Ziel finden. In der Zwischenzeit, Senator... Versammelt eure Freunde. Wir brauchen jede Hilfe. Master, er ist hier. Bekamt ihr meine Nachricht? Ja, die Mission verläuft gut. Ich habe weitere für die Sache gewonnen, doch ich brauche euren Rat. Sie wollen einen Großangriff gegen das Imperium. Die Herrschaft des Imperators beruht auf Angst. Du musst ein Symbol dieser Angst zerstören. Das Imperium baut Sternzerstörer über Raxus Prime. Diese Werft ist dein nächstes Ziel. Danke, Lord Vader. Es herrscht viel Konflikt in dir. Deine Gefühle für deine neuen Freunde werden stärker. Vergiss nicht, dass du mir immer noch dienst. Ich bin noch ungern hier. Ich glaube, er auch. Master! Juno. Ich wollte euch nur fragen, wohin ihr jetzt wollt. Aber es ist euch wohl schon gesagt worden. Juno, es ist nicht so, wie es aussieht. Doch, das ist es! Ihr seid Vader immer noch treu. Er nannte mich Verräterin und wollte euch vernichten. Doch ihr bleibt sein... Sklave. Warum habt ihr Vader getrotzt und mich gerettet? Ich brauchte jemanden, der das Schiff fliegt. Aber das stimmt doch nicht. Dass ich hier bin, hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Schon bald entscheidet ihr das Schicksal der Rebellion, nicht euer Meister. Und wenn der Moment gekommen ist, denkt bitte daran, dass auch ich alles zurückließ, was ich je gekannt habe. Bitte, lasst mich nicht noch ein Leben verlieren. Finde in liberale Transporter. Mehr bekomme ich euch nicht heran. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis dann.